Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Aufbewahrung. Das haben sich einige gewünscht und ich starte in diesem Video mit meinem Zimmer. Ich habe auch noch vor, meine Badezimmer für euch abzufilmen. Das kommt dann in einem gesonderten Video. Und jetzt würde ich aber sagen, starte ich hier in meinem Zimmer. Ich wohne hier noch zu Hause bei meinen Eltern, habe aber quasi einen eigenen Stock für mich. Und in meinem, ja, sozusagen Schlafzimmer habe ich meine ganzen Pflegeprodukte aufbewahrt, zumindest die, die ich eben so in meinem Zimmer benötige. Und die anderen Produkte sind dann eben alle in den Badezimmern. Und ja, das ist mein Zimmer. Ich gebe euch jetzt kurz mal einen Überblick über das Zimmer allgemein und dann starte ich aber mit der Aufbewahrung von den Pflegeprodukten. Wenn ich jetzt in mein Zimmer reinkomme, habe ich hier eben meine kleine Couch, die benutze ich sehr selten. Dann habe ich hier meinen neuen Schreibtisch. Das ist einer, den hatte ich online bestellt. Hier steht eben auch mein Rechner drauf und dabei arbeite ich dann immer meine Videos. Dann habe ich hier einmal mein Kallax-Regal. Das habe ich mit dem von meiner Schwester getauscht. Ich hatte nämlich eins in Buche und sie hatte eins in Eiche. Und ja, ich habe dann einfach ihres bekommen, weil das halt jetzt besser so zu meiner Einrichtung passt. Hier sind auch hauptsächlich die Pflegeprodukte drin. Hier ist dann mein Bett. Das haben wir auch selber mitgemacht mit Paletten und haben es dann einfach, ja, so zugesägt, wie ich es brauche. Und die Matratze drauf mit dem Schoner drunter. Hier ist dann mein Nachttisch. Da sind auch noch Produkte drin. Oben habe ich dann so ein paar Ablagen mit Pflanzen drauf. So kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. So ein paar Pflanzen und so ein paar Leuchtsachen sind da oben drauf. Dann habe ich hier mal nach Zahlen und einen Traumfänger. Da habe ich dann ein paar Bilder von meinen Wellensittichen. Da muss ich mal noch ein viertes raussuchen. Hier habe ich dann meine zwei Malmkommoden von IKEA und da sind aber hauptsächlich meine Kleidung eben drin. Und hinter meiner Tür ist eben noch ein großer Kleiderschrank, wo die Hosen drin hängen und die Jacken und sowas und auch meine Pullover. Und wie gesagt, ja, ich habe hauptsächlich meine Pflegeprodukte hier in meinem kleinen Nachttisch und eben auch hier in meinem Kallax-Regal. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal in diesem Video zeigen. So, ich starte jetzt einfach mal mit meinem Nachttisch. Es tut mir leid für die Lichtverhältnisse, es geht leider nicht anders. In der obersten Schublade habe ich eben Produkte drin, die ich momentan so benutze. Da habe ich so ein kleines Behältnis zu einem, da sind so kleinere Sachen drin. Ich werde jetzt nicht direkt auf die Produkte eingehen, ich werde euch das alles einfach nur so ein bisschen zeigen. Genau, habe ich auch so Fußcremes und sowas drin, eine große Fußcreme, eine Handcreme, verschiedene Bodylotions, die ich hier noch drin habe. Hier habe ich noch eine Maske, die möchte ich für die Füße benutzen. Deswegen ist die hier mit drin. Noch eine Bodybutter, Taschentücher habe ich hier auch immer noch mit drin. Und in dem Schrank ist dann hier noch im untersten Fach so ein bisschen was Interessantes. Und zwar habe ich hier eben in dem untersten Fach zu einem so Desinfektionstücher für die Handtasche, aber eben auch solche feuchten Tücher, ja, die ich ab und an benutze, auch wenn ich was gegessen habe, für die Küche dann, um meinen Mund so ein bisschen abzuwischen. Das ist eben hier einmal drin, also relativ unspektakulär. Und hier in diesen beiden Schubladen ist eigentlich nichts Spannendes. Da sind meine Kopfhörer drin, Fusselnrollen und sowas, also relativ Dann würde uninteressant. ich sagen, kommen wir hier mal zu meinem Kallax-Regal, zu der Kallax-Regal-Ecke. Das habe ich mich jetzt eben dazu entschieden, das hinzulegen. Ich hatte das vorher immer stehend. Ich finde, das drückt aber den Raum extrem. Und jetzt habe ich das eben hier liegend, auch hier mit dem großen Bilderrahmen drüber, mit meinen ganzen Tieren, die ich bisher hatte, so drauf. Die einzigen Tiere, die da jetzt nicht drauf sind, sind Niki, Hansi und Susi. Das waren meine ersten Wellensittiche, die sind da jetzt noch nicht mit dabei. Genau, und da habe ich dann eben auch ein paar Pflanzen draufstehen, die ich gegossen habe, aber ich sehe, die brauchen mal wieder Wasser. Und so ein bisschen Deko, eben auch Kerzen. Und in diesen Fächern sind dann so ein bisschen Pflegeprodukte verteilt, nicht in allen, aber ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was hier so drin ist. Hier in dem ersten Türchen habe ich meine ganzen Kerzen drin. Das sind noch ein paar Winterduftkerzen drin, die versuche ich jetzt noch aufzubrauchen. Und auch Sommerduftkerzen. Genauso wie auch Teelichter, also relativ uninteressant. Falls ihr da mal ein Video sehen wollt zu meinen ganzen Kerzen, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Im unteren Fach, das werde ich euch nicht zeigen, da sind hauptsächlich meine Decken drin, die ich für YouTube habe, also meine Tücher, wenn ich hier Pakete auspacke zum Beispiel, dann benutze ich die ab und an mal, die sind halt da unten drin. Genauso relativ uninteressant und ein tragbarer DVD-Player. In diesen drei weiteren unteren Fächern habe ich hier einmal meine feuchten Allzweck-Tücher und meine Taschentücherboxen und Haushaltshandschuhe drin, also auch relativ uninteressant. In der weißen Kiste hier nebendran habe ich ja, so ein paar Aufbewahrungsteile,
Klebeband. Hier habe ich noch so ein Teil von Unterbettkommode und zwei so Kisten. Ja, und hier solche Duftkissen für die Schränke. Und in dem Fach daneben habe ich einmal meine ganzen Kosmetiktaschen in einer drin, Meterstab, Müllbeutel. Ja, hier hinten in diesem kleinen weißen Kästchen sind meine Nagelpflegesachen drin, also eine kleine Nagelfeile, mein Nagellackentferner, mein Nagellack und so. Ja, also auch relativ uninteressant. Ich denke, interessant wird es jetzt bei diesen drei Kisten. Und die hole ich jetzt einfach nach und nach raus und zeige euch so ein bisschen, wie ich da die Sachen so aufbewahrt habe drin. Hier seht ihr jetzt schon so ein bisschen die erste Kiste, das ist der weiße Einsatz des Kallax-Regals. Und vielleicht könnt ihr schon erkennen, dass ich die Produkte hier drin nochmal alle extra in solchen kleineren Aufbewahrungsboxen drin habe, damit die einfach nicht so verrückt rumfliegen in den Kisten, damit alles immer schön geordnet ist und ich genau weiß, wo was drin ist. Ich habe hier zu einem zum Beispiel die ganzen Rasurprodukte zusammen. Aber halt auch zum Beispiel hier ist noch, sind noch Deos mit dabei. Und ja, hier ist dann noch mehr. Ich mag die Kiste gerade mal auf die Seite und hole mal die einzelnen Boxen raus. Dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Das ist jetzt hier zum Beispiel die erste Box. Da habe ich halt hier Fußpflegeprodukte mit drin. Und auch solche kleinen Fußbadesachen. Ich habe hier verschiedene Sachen drin. Das möchte ich auch für die Füße benutzen. Von Terra Natura hier diese Nachtcreme und Maske. Ich habe hier verschiedene Deos drin. Genau, also relativ uninteressant. Eben die ganzen Rasiergel und hier habe ich meine Rasierklingen von Gillette noch mit dabei. Dann habe ich hier noch so ein kleineres Kästchen, das kann ich euch mal verlinken. Diese Boxen habe ich von Amazon. Hier habe ich halt so meine Gesichtspflegesachen drin, zu einem hier einen Reinigungsschaum. So, ich habe jetzt doch nochmal ein Stückchen hergezogen. Ich habe hier zu einem Reinigungsschaum drin, nochmal einen von Alterra. Dann habe ich hier mein Balea-Gesichtswasser, das habe ich mir schon nachgekauft. Genauso hier diese Gesichtscreme. Mein Waschgel, das ist auch bald leer. Dann habe ich hier Augenpflege, hier mein Serum, das ich auch sehr, sehr gerne mag. Das möchte ich ganz gerne unter der Dusche dann mal verwenden. Ich denke, das werde ich jetzt auch bald drunter stellen. Und ja, das ist so die Gesichtspflegeabteilung. Hier habe ich dann noch zwei Pröbchen von La Roche-Posay. Die hatte ich jetzt zugeschickt bekommen in einem gratis Produkttest. Einmal eine Augencreme und dann ist hier noch eine normale Creme dabei. Das habe ich eben hier in diesem kleineren Teil drin. Dann habe ich hier noch Sonnenschutz bzw. Sonnenpflegeartikel in dieser Box. Die stehen einzeln drin, aber halt so, dass sie nicht umfallen können. Einmal eine After Sun Lotion und einmal ein Sonnenspray. Das ist auch noch haltbar. Und dann habe ich hier noch sowas. Das ist mal von Rocher gewesen. Und da habe ich meine Lippenpflegen drin. Zu einem hier die habe ich noch nicht getestet. Deswegen hat die auch noch die Umverpackung drum. Aber eben auch so ein paar Backups. Verschiedene Sorten habe ich hier. Ich habe hier zum Beispiel Isana. Dann habe ich hier noch einen von Nasik. Balea. Essence. Und hier habe ich noch einen von Yves Rocher. Das sind so meine Backups, die ich momentan so da habe. Und was in der ersten Kallax-Box da noch einzeln so rumliegt, ist hier diese Hornhautfeile. Die verwende ich sehr selten, deswegen ist die auch noch komplett eingepackt. So, die zweite Kallax-Kiste ist dann die hier mit den Blumen drauf. Und hier habe ich tatsächlich nur meine Bodylotions drin. Das Ganze sieht hier einmal so aus. Also die Box ist tatsächlich noch relativ gut leer. Und auch das hole ich jetzt mal schnell raus und zeige das euch einfach mal. Hier habe ich nämlich auch. Das war Charlie. Hier habe ich nämlich auch. Hier habe ich auch zwei Boxen ineinander drin, weil hier so die kleineren Sachen drin sind und hier sind dann so die größeren Sachen. Ich habe hier zu einem eben auch Balea-Produkte. Ich habe hier Tiegel. Ja. Dann hier diese Vasenol-Creme. Die mag ich nicht ganz so gern vom Duft her, aber ist ganz gut von der Pflegewirkung. Das hier finde ich super. Also, ich glaube, das gibt es auch noch. Pink Grape und Aprikose riecht einfach nach Aprikosenfruchtzwerg. Liebe ich. Hier diesen Schaum und ja, hier eben die ganzen Pröbchen, die ich so da habe, habe ich hier halt so drin, damit die eben nicht umfallen. Ich hatte jetzt vor kurzem noch mehr Bodylotions. Ich habe jetzt ein paar aufgebraucht, dann war hier die ganze Kiste von, habe ich das quasi neben hingestellt. Und hier war dann mehr, die quasi auch so ausgebreitet. Aber jetzt habe ich eben wieder weniger da, weil ich ein bisschen was aufgebraucht habe. Deswegen habe ich das jetzt so ineinander drin. Und ich finde das halt sehr, sehr praktisch. Ja, weil man das so ganz gut aufgeräumt hat. Ich mag das nicht, wenn alles rumfliegt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich hier diese Boxen bei Amazon bekommen habe. Auch relativ günstig. Ich wollte erst die Scoop bestellen bei IKEA, aber die waren immer ausverkauft oder eine ewig lange Lieferzeit. Deswegen habe ich die bei Amazon gekauft gehabt. Und die dritte, letzte Box, wo es ein bisschen interessant für euch ist, ist hier diese orangene Box.
Da habe ich meine Handcremes drin. Das zeige ich euch auch gerade einmal. Also das sind hier meine Handcremes. Und ich habe hier auch noch eine große Box. Das ist quasi der Boden, damit die stabil ist. Habe ich hier auch noch da. Und hier seht ihr auch, habe ich eine große Box und zwei kleine reingestellt. So, und auch das habe ich jetzt einmal gerade rausgeholt. Ich habe hier unten halt so ein bisschen die größeren Handcremes von Balea zum Beispiel. Ein Video mit meiner kompletten Sammlung, wo ich euch alles nochmal komplett im Überblick zeige, wird auf jeden Fall auch noch folgen. Von Mixer welche, von Nature Box. Also hier ist alles so gemischt drin. Hier in diesem Teil sind halt eher so die kleineren Body Lotions drin und hier so Desinfektionsmittel und sowas. Nivea Handcremes, Altera diese, wo ich im Tauschpaket hatte, von BB welche. Hier habe ich dann so diese ganz kleinen, die halt ständig umfliegen, deswegen finde ich das ganz praktisch. Nochmal ein Handreinigungsgel. Solche kleinen Tiegelchen habe ich hier noch drin. Hinten diese Handmaske von Starskin, die ich von der Stefanie mal bekommen hatte. Und hier dieses Handpeeling von Balea. Und hier diese Handcreme habe ich mir jetzt erst gekauft, genauso wie hier diese Olbos. Und die habe ich jetzt hier halt erstmal noch so drin liegen. Und in der Box habe ich hier auch einmal noch so ein paar schwarze Handschuhe ohne Finger. Die benutze ich ganz gern, wenn ich wirklich sehr, sehr trockene Hände habe. Ganz dick Handcreme drauf, die dann drüber. Und dann kann das sehr, sehr gut einziehen. Und ich habe trotzdem aber die Finger frei und kann eben noch mein Handy und so bedienen. Und das war dann erstmal das, was hier so im Kallax-Regal noch drin ist. Und dann habe ich hier an meinem Computer noch so ein paar Sachen stehen. Ich habe hier so ein kleines Glas. Das war meine Kerze, die habe ich einfach mit einer Serviette beklebt. Da habe ich hier diese Mango-Papaya-Handcreme von Aveo. Und hier ein Lippenpflegestift, immer mit drei, das ist jetzt hier von Be Natural eine. Und immer so Desinfektionstücher und sowas habe ich hier auch noch. Und meine Pille, die ich abends immer nehme. So, und das war dann auch schon die Aufbewahrung hier in meinem Zimmer. Es ist nicht super spannend, denke ich. Ich denke, die Badezimmer werden interessanter werden. Aber auf jeden Fall haben sich das noch einige gewünscht, dass ich hier meine Aufbewahrung mal zeige. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.